So, aber dann auf nach Spiekeroog. Ich bin sehr froh, dass ich hier nicht die gesamte Zeit durch die... Übers Meer fahren muss. Dass die Schnellreisepunkte existieren. Ich meine, das ist natürlich ein echt cooles Gimmick. Mit den Segeln und ähnliches, aber nichts für mich. So. Dann jetzt einmal hier. Ich könnte auch eigentlich auf Plötzheim anreiten, warum nicht? Komm ran hier, mein getreues Pferd. So, Entschuldigung, einmal hier entlang. So, und dann genau dem Weg einfach weiter hoch folgen. Kenne ich den Meister der Meister schon? Da hat sich plötzlich gut durchgefädelt. Ich bin erstaunt. So, einmal hier hoch. Da weiter hoch. Ach, guck mal. Hoff. Den Ort kenne ich noch gar nicht. Ist hier... ein schwarzes Brett? Nee, ne? Doch, da ist noch eine Quest für mich. Dann... oder Bleikugeln gießen und ihn damit bewerfen? Hm? Wozu denn Bleikugeln? Das ist eine Erscheinung, kein Teufel. Was machen wir dann? Zu den Droiden gehen? Droiden können euch bei Erscheinungen nicht helfen. Ach, du bist wohl besser? Halt die Klappe! Er ist besser als alle. Das ist ein Hexer. Hör mal, es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Worum geht's genau? Diese Erscheinung, mit der werde ich vermutlich fertig. Ich brauche die Details. Was willst du wissen? Von welcher Art Erscheinung reden wir? Schön, dass das Tor da einfach unten einmal kurz aufgegangen ist. Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Mein Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Er verlor jeden Kampf. Erholte sich aber immer von seinen Wunden. Ulle konnte nicht einmal sterben wie ein Mann. Bis Jarl Torma eines Tages ein Turnier in der Arena ausrief. Damals wurden die Gegner ausgelost. Und der Jarl musste gegen Ulle den Unglückswurm antreten. Der Jarl war so siegessicher, dass er Ulle verhöhnte und der Lächerlichkeit preisgab. Bis sich die Leute auf den Rängen vor Lachen bepissten. Schließlich hob er sogar triumphierend die Arme und da steckte ihm Ulle, der es nicht mehr ertrug, einen Dolch in den Rücken. Im Sterben verfluchte Torma Ulle. Mögest du immer wieder verlieren, endlose Jahrhunderte lang. Das sagte er. Und seitdem spukt Ulle in der Arena und will kämpfen. Manchmal gelingt ihm das auch. Du meinst, es haben schon Leute versucht, ihn zu besiegen? Soll das ein Witz sein? Jeder besiegt ihn. Aber der arme Kerl kommt immer wieder zurück. Darum können wir ja auch keine normalen Kämpfe ausrichten. Wozu die Arena? Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte gemessen. Spiekerooger Kämpfe waren in ganz Gellige berühmt. Bis eines Tages eine Erscheinung auftauchte. Woher weißt du das? Ich hab doch gesagt, er ist ein Hexer, ein kluger Mann. Der weiß sowas. Ja. Na gut, ich kann versuchen, diesen Geist auszutreiben, aber nicht kostenlos. Wenn du es schaffst, zahlen wir dir die Siegesprämie. Und einen Teil unserer zukünftigen Einnahmen, wenn der Fluch gebrochen ist und die Kämpfe wieder laufen. Findest du es nicht etwas übertrieben? Doch, etwas, aber drauf geschissen. Wenn der Hexer mit der Erscheinung fertig wird, hat er einen Anteil verdient. Also gut. Aber nur einmal. Klingt vernünftig. Wartet hier auf mich. Es dürfte nicht lange dauern. Meister der Arena. Finde eine Möglichkeit, um Ulle ins Jenseits zu schicken. Och, der arme Ulle einfach. Willst du gegen den Geist der Arena kämpfen? Keine Sorge, gegen Ulle, den Unglückswurm, gewinnt jeder. Aber erspar mir deine Sprüche. Stirb, Geist, und ich werde dich besiegen, Geist der Arena und so. Das habe ich schon zu oft gehört. Ich ertrag's nicht mehr.
Ist wohl langweilig. Du bist kein typischer Geist. Warum nicht? Weil ich dich nicht verfluche und dir mit dem Tod drohe? Sowas langweilt mich einfach. Außerdem weiß ich eh, wie's laufen wird. Du beleidigst mich und spießt mich mit dem Schwert auf. Ich verschwinde und bin nach ein paar Tagen wieder zurück. Und genauso wird es mit allen sein, die nach dir kommen. Das ist mein Schicksal. Ich muss bis zum Ende der Welt hierbleiben und jeden Kampf verlieren. Aber du bist nicht hier, um zu reden. Zieh dein Schwert, schlag zu und besiege den Geist der Arena. Zieh deine Waffe. Waffe ziehen, aber mach schnell und ohne viel Drama, wenn's geht. Hemdal. Du hast es geschafft, bravo. Ich bin bald wieder zurück. Bis dann. Das war sinnlos. Andere vor mir haben Ulle besiegt und er ist immer wieder zurückgekehrt. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber was? Ist die Frage. Das ist eine Zaunrübe? Ich könnte Uerden nutzen, aber muss ich jetzt einmal raus und wieder rein? Oder ist Ulle jetzt wirklich erstmal für ein paar Tage? Für mich nicht ansprechbar. Das wäre wirklich ein bisschen doof. Du bist nicht aus Nilfgaard, oder? Egal, machen wir erstmal hier mit dem Buchmacher weiter. Willst du hier um den Meistertitel kämpfen? Mhm. Da musst du wohl warten. Die Arena ist wegen eines gewissen Vorfalls geschlossen. Es müssen Untersuchungen stattfinden und Schlüsse gezogen werden. Damit sowas nicht wieder vorkommt. Oder schlechtes Wetter gibt es nicht. Nur okay. Ja. Ich muss halt wirklich einfach nur Ulle wieder versuchen, ins Jenseits zu schicken. Sei gegrüßt. Was gibt's ist über ihn zu wissen? Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zu... Mein Großvater hat gesagt... Okay. Ist Jarl Torma eines Tages ein Turnier... Okay, das kennen wir schon alles. Du meinst... Soll das ein... Okay. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte. Bis eines Tages eine Okay. Ich hab... Lebt wohl. Danke. Also, wer... Achso, wenn er mich besiegt. Muss ich jetzt wirklich warten? Gottchen. Oder ich die Arena verlasse, nicht? Wäre beides eine Möglichkeit. So, warten wir mal einen Tag. Und versuchen dann nochmal mit Ulle zu reden. Hoffentlich kann ich jetzt wieder gegen ihn kämpfen. Er hat gesagt, ein paar Tage. Dann warten wir nochmal. So. Na, warten wir jetzt mal ganz kurz bis 5 Uhr nochmal. Denn das wäre dann quasi ein zweiter Tag, den wir gewartet haben. Er hat leider nicht gesagt, wie häufig wir warten müssen. Oder wie viele Tage wir warten müssen. Aber ich hoffe, dass 2 Tage jetzt gereicht haben. Gut, dann speichere ich nochmal vorher. Willst du gegen den Geister? Ich will. Zieh deine Waffe. Zieh deine Waffe. Ich hab dich besiegt. Sieht so aus. Ich gratuliere. Aber wie?
Ich sollte bis ans Ende der Zeit verlieren. Was ist das? Ich höre Lachen und fröhliche Rufe, das Klirren von Kelchen und eine Stimme. Sie ruft mich zum Fest der Helden. Du hast mich gewinnen lassen. Du hast mich befreit. Danke, die Götter sind mit dir. Leb wohl, Geist. Ach, das ging einfacher, als ich gedacht hätte. Nun, sehr schön. Nur hat das ein bisschen wehgetan. Minimal. So. Werde ich jetzt auf ewig als die Person, die von Ulle den Unglücklichen besiegt werde? Sei gegrüßt. Festgehalten? Der Geist dürfte euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Er trinkt jetzt Met mit seinen Ahnen. Ha! Ich wusste, dass du es schaffst. Gunnar, mein Gewinn. Hier. Ihr habt gewettet? Das hättest du sehen sollen. Ich hab gesagt, dass du es hinkriegst. Und Gunnar hat gemeint, dass du keine Chance hast. Darum guckt er jetzt rein wie ein Schafsarsch. Diese Miene sehe ich oft. Immer, wenn es Zeit ist, mich zu bezahlen. Keine Sorge. Wir sind ehrbare Leute. Das ist für dich. Und denk dran, du bekommst einen Teil der Einnahmen, sobald die Arena wieder läuft. Ich denke dran. Bis dann. Ich denke dran. So. 15 Kronen. Okay, aber der Buchmacher, genau. Das wäre für Stufe 11 Meister oder Meister. Hallo. Oh, der Mutant. Hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Oh. Kämpfen wir mit bloßen Händen? Ja, mit den Händen. Ja, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Euer Meister ist ein Troll. Ist das allen recht? Hat keiner damit ein Problem? Warum sollten sie? Es ist ein ehrenvoller Troll. Er kam, wollte kämpfen und der letzte Meister stimmte zu. Das war Sama. Wir nannten ihn Sandlocken. Das war noch bevor der Troll ihn mit dem Kopf voraus in den Dreck schmiss. Hat der Troll einen Namen? Wir nehmen es an, aber er wird ihn nicht verraten, ehe er geschlagen ist. Ein fahrender Troll. Wenn er den Kampf nicht überlebt, wird er auch nicht viel sagen. Ja, stimmt schon. Aber ich wette, er kann sich nicht vorstellen, zu verlieren. Als Troll kann er sich vielleicht eh nicht viel vorstellen. Logik wird nicht seine Stärke sein. Dann kämpfen wir mal mit unseren Fäusten gegen einen Troll. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva? Es ist Zeit. Wieso habe ich das Gefühl, dass meine Schwerter von dem kleinen Kind gestohlen werden? Hey, jemand darf ich meine Handschuhe behalten.
Au. Shit. Okay, ich darf kein Zeichen benutzen. Was fair ist. Was fair ist. Was fair ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Troll einfach. Ah, das muss doch mindestens ein Knochen brechen. So, noch einmal. Ba, 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 ba. Au. Ich meine, solange wir in diesem Ballett sind, dass er mir eine Kopfnuss verpassen möchte, habe ich die Chance, gegen ihn zu gewinnen. Au. Ich glaube, dass das auch gut funktioniert. Au. Geschafft. Geralt von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Ich habe Faustkampfmeister als Achievement bekommen. Du okay, Troll? Ich würde nur mal mit ihm reden wollen. Ihr Mann hatte mir seinen Namen genannt. Was für ein netter Mann, du. Was ist mit dem kleinen Kind, was ich gesehen habe? Was mich da jetzt so beobachtet hat. Ach so, ach, jetzt kämpfen die dort. Oh. Willkommen auf Arts Geld. Das bringt dich her. Was? Hä? Gunnar? Ach so, wo ist ein anderer Dude? Kehre später. Wann ist später für dich, Spiel? Das ist die Frage. Weil, also, eigentlich... ich laufe mal hinter Gunnar her. So. Was ist mit dir, Lüdrig? Okay, beide scheinen mir noch nichts geben zu wollen. So, du bist... Hast du das Kind? Nein. Warum war der jetzt so ein Fokus auf das Kind? So, der Turm aus dem Nirgendwo. Aber wenn ich die Zeit so bedenke und mal beschaue, wir haben ja kurz vor eins jetzt. Ich würde zu dem Turm hingehen nochmal. Ich wollte jetzt keine Pilze klauen. Was machst du da plötzlich? Ach nee, du stehst ganz normal. Ich dachte, dein Bein wäre... Ach nee, das ist der Kopf des, Vieches, was da dran hängt. Was ich dachte, was... Plötzlich das Bein in einem komischen Winkel wäre. So. Ah, genau. Also hier im Hafen. Beim Hafen von Uriala. Einmal hingehen und dann machen wir den Turm am Sonntag oder am Donnerstag. Bin ich mir noch unsicher. Also Sonntag kommt halt ganz normale Ultra-Stream. So, reden wir mal mit dir. Was ist das im Angebot? Zack. Questock. Ich weiß, ich habe schon einen Questock. Was sind das für Schuhe? Neckar-Lederstiefel. Ach, die habe ich geschenkt bekommen. So, und dann lasse ich nochmal ganz kurz meinen Kram reparieren. Und dann spielen wir nochmal eine Runde Gewinn gegen ihn. Und das wird dann die letzte Sache sein, die wir heute machen. Die Schmiedekunst muss sicher anstrengend sein. Hast du Lust auf etwas Entspannung? Eine Partie Gwent vielleicht? So, einfach loslegen. Mein Deck ist okay so. Monster. Finte Thaler Dijkstra. Das ist eine super Hand, die ich habe.
Das ist eine prima Hand. So, spielen wir zuerst Dijkstra. Oh, noch eine zweite Finte auf die Hand bekommen. Aha, er spielt seine erste aus. Frage, spielst du Dijkstra sofort aus? Okay, da ist die klirrende Kälte. Die habe ich mir sogar gewünscht. Nee, das ist ein Ghoul. Eine Ghoul-Karte kam von seiner Hand. Das ist okay. Ich spiele dagegen einfach mal Geralt aus. Um zu gucken, das muss jetzt irgendwie übertrumpfen. Genau, da spielte ein Dijkstra. Den Dijkstra finde ich mir mal eben. So, zack, zack. Dann spiele ich ihn gleich wieder selber aus, damit ich nochmal zwei Karten bekomme. Ah, guck mal, der hat einen mysteriösen Elf auf der Hand. Wenn ich Glück habe, kriege ich meinen jetzt gezogen. Das wäre sehr schön. Entweder das oder Stennis. Schade. Gut, da kam auch eine Neckarkarte von seiner Hand. Eigentlich müsste ich keine, nicht mehr viele Karten nehmen. Nicht mehr viele Karten legen, wollte ich eigentlich sagen. Ehe mir das Spiel sagen wollte, nee, das ist eine Falschaussage, die du da gerade triffst. So, das ist eine Mume. Hat er bestimmt noch die anderen. Genau, eine kam auch wieder von der Hand. Ich erwarte, dass er jetzt so ziemlich gleich einmal einen Schlussstrich zieht. Ja. Das Doofe ist, ich krieg leider weder den mysteriösen Elfen noch irgendwas anderes wiederbelebt. Also ich kann darauf hoffen, dass ich einen Spion ziehe. Das wäre gut. Ne, komm, Kartenglück. Schade. Oh, meine klirrende Kälte ist wirklich mehr als gut. Das darf ich auch nicht verachten. Mhm. Willi Tullith hat er gespielt. Aber wenn er die Karte spielt, hat er nicht wirklich was Besseres mehr, oder? Da ist Gott, Krabbspinne. Jetzt weiß ich immer, dass Krabbspinnen schreckliche Gegner sind. So, davon hat er auch oder das hat ihn keine extra Karte leider gekostet. Ist immer ein bisschen schade. Mhm, Krabbspinnen-Ungetüm. Gegen so ein Viech musste ich noch nicht antreten. Glücklicherweise. Ich erwarte mal so ein bisschen ein Verbrennen noch von ihm. Das ist der Garkin. Okay, das ist eine Menge. Eine Karte hat er noch. Schauen wir mal, ob es wirklich das Verbrennen ist, wie ich erwarte. ich kenne das Spiel leider zu gut. Genau, ich habe kein zweites Katapult. Dementsprechend hole ich die beiden einfach wieder. So. Ja, dann hole ich mir gleich noch einen Tribok oder sowas. Ich meine, ich hätte es jetzt schon gewonnen. Aber ich weiß nicht, ich liebe es immer so ein kleines bisschen Overkill zu gehen. So. Zack. Tribok. Und dann noch einmal die klirrende Kälte. Ah, wunderbar. Gut, kriege ich noch eine Karte dazu? Ja, ich habe einen Ghoul bekommen. Wir schauen einfach mal noch ganz kurz. Findkarten zu den Monstern. So, ich kann auf jeden Fall Geralt Cirien reinsetzen. Die beiden Gaunter. Den mysteriösen Elf auf jeden Fall. Den Draugen auch noch. Über den Waldschrat.
Ich habe einen, zwei Mumen. Wie viele Katakan? Nee, wie viele Vampire habe ich? Ich habe zwei, den Katakan und die Bruxa. Krabspinne Neckar. Für was zählt der Ghoul? Okay, Neckar. Ich habe noch wirklich nicht so viele Monsterkarten, ne? Die Finden sind okay. Gutes Wetter muss ich reinsetzen, weil klirrende Kälte so ziemlich mein Bein wäre. Mein Beindex ist mein Hauptproblem. Erdgenius, Unhold, Feuergenius, Gabelschwanz. Und ich müsste nochmal zwei Einheiten finden. Ich kann Wesemir reinsetzen und noch den Vielgeborenen, einfach weil er so ausschaut. So schrecklich. Aber viele Monsterkarten habe ich definitiv noch nicht. Mein nördliches Königreich-Deck hat 166 Stärke, während mein Monster 128 hat. Das ist ja nicht unbedingt schön ist. Ja, ich bleibe bei dem nördlichen Königreichen. Dann fehlen mir aber noch vier. Achso, ist das ein Rüstungsschmied? Nee, das ist doch nur ein Rüstungstisch, nicht? Nee, du bist ein Rüstungsschmied. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ah. Hat der Erdenbauplan. Stiefel des Erdenvolks. Ja, nimm es mal mit. Rüstungsreparatur, Gesellenreparatur, Meisterreparaturset. Brauche ich die? So. Ach, du bist ein Anfänger, Schmied. Ist doof. So, bis dann. Wiedersehen. So, ne, dann speichere ich jetzt hier und dann würde ich an dieser Stelle den Stream beenden wollen. Ne, wir sind jetzt schon 4,5 Stunden am Stream. Ich bin langsam müde und es ist jetzt auch eins. Ich glaube, das ist eine gute Zeit.